Ich will Ihnen noch etwas erzählen. Dann können Sie sich überhaupt vorstellen, was wirklich der Krieg, welche Menschen er hinterlässt. Ich bin 1950, da hatten wir einen Betreuer im deutschen Versehrtensport. Versehrte wurden organisiert, Sport treiben zur Erhaltung der restlichen Gesundheit. Und da war ich in Isny, war Versehrtensport. Und da war eine große Anstalt, ein Heim. Und dieses Heim war rundherum Mauern zu. Ein Eingang zu, sonst konnte keiner rein. Und der Eugen Weiner hat ab und zu mal einen von uns mitgenommen. Aber nur welche, die schwer verwundet waren. Also mindestens so wie ich. Das war das Mindeste. Also ich durfte den mit ihm gehen. Und wir haben dann alle begriffen, wie gut uns es ging. Dann kam ich damals mit dem Eugen in einen Raum. Da hingen alles nur Korbmenschen, nannte man das. Unter der Decke war ein Strick bzw. Kette und unten war ein, so wie ein Korb. Und da war der Korpus drin. Keine Arme, keine Beine, manchmal nur ein Plastikgesicht, totale Verbrennungen. Kein Sprechen, manche. Verstehen Sie? Ja. Und die hat er betreut. Manche hatten noch so einen Stumpf oder was. Ach, naja. Ja. Und das war in Isny? Das war in Isny. Und da kamen am Anfang, da hat er mir erzählt, am Anfang kamen noch Mutter, Vater, Frau, manche waren noch Geschwister, sagt er. Und jetzt kannst du darauf warten, bis keine mehr kommen. Und dann warten sie nur noch auf Sterben. Gut, so war das. Mhm. Das ist Krieg. Und das soll man diesen Idioten allen sagen. Und brutal mag sein, ich würde einen Großteil des Bundestages, die alle so dafür sind, dahin schicken muss, so richtig ballern. Verstehen Sie?